Hallo meine Lieben, ja, ich bin's wieder nach ganz langer Zeit und ich habe gedacht, ich fange jetzt am besten mal wieder mit einem Aufgebraucht-Video an. Ihr kennt das ja, ich sammle nicht, ich sammle schon, bis etwas so leer ist, bis ich Zeit habe, um mich vor die Kamera zu setzen und euch zu zeigen und eine kleine Review darüber zu geben, wie ich das fand und ja, damit ich nicht die ganze Zeit sammeln muss wie ein Verpackungsmessi und das mache ich nicht und deswegen werde ich dann halt immer so kleine Ausschnitte an Videos halt zusammenschneiden für diejenigen, die das nicht wissen. Ansonsten, ich kann mal ein Video von den vergangenen Monaten in die Infobox verlinken, dann da seht ihr alles, ja, wie ich das so handhabe. Ja, ich habe aufgebraucht, das ist ein bisschen blöd hier, das ist nämlich sehr ölig. Das ist von Avon. Das, wow. Wie gesagt, es ist sehr ölig. Es ist von Avon ein Körperöl. Das sieht so aus. Hier steht hinten Bade- und Körperöl drauf. Ich habe das immer als Körperöl genommen, weil in der Badewanne ist es leider so, dass man sich den Hals bricht, wenn man die Badewanne nicht danach ordentlich ausspült. Und wenn man dann am nächsten Morgen in die Dusche steigt und wutsch, nicht so toll. Einmal, nie wieder. Und das Zeug, das riecht einfach göttlich. Es riecht Wahnsinn. Davon gibt es auch ein Spray. Also ein ganz normales, so nicht ganz so ölig, also einfach Körperspray. Das kostet, glaube ich, bei Avon um die 6-7 €. Ist nicht ganz so günstig, aber es pflegt die Haut sowas von dermaßen. Und es zieht wirklich richtig schön ein. Ist natürlich ein Öl. Ist jetzt nicht so, als würdet ihr euch eincremen und ist es dann eingezogen. So nicht. Also es ist schon ein öliges Gefühl auf der Haut, aber es dauert nicht lange an und das ist richtig schön. Da sind 250 ml drin und ist der Duft wirklich. Jeder, der euch umarmt oder in eurer Nähe ist, wird sagen, ist das Hammer. Und ich liebe diesen Duft einfach und ich habe das auch sogar in manchmal so in der Sprühflasche für meine Haarkur diese Sprühhaarkur reingetan und dann rochen die Haare sogar danach. Also das hier ist, habe ich nochmal, das werde ich auch weiterhin benutzen. Ist ein wenig ölig, die Flasche. Dann eine Sache, was auch sehr gut riecht, was ich aber nicht mehr neu kaufen werde, ist dieses My Coconut Island, hier von Tracklemoon oder wie auch immer diese Duschgele heißen von DM. Das hatte ich in der Pinkbox drin. Ich komme ja gar nicht mehr auf die Idee, mir so Duschgele zu holen, die irgendwie Parfüm oder sowas beinhalten. Aber das hier habe ich dann natürlich benutzt, meistens aber als Badezusatz. Aber wenn ich es halt auch für den Körper verwendet habe, dann roch das halt natürlich sehr schön. Jetzt nicht langanhaltend nach der Dusche, aber halt schon so während des Duschvorgangs fand ich es wirklich sehr schön. Das duftete hervorragend nach Kokos, echt. Aber da ich ja eine Duftstoffallergie habe und auch wieder leicht hier, ne, kriege ich halt Pickel und das möchte ich meiner Haut nicht so antun. So, und weiter zu Duschgel habe ich, obwohl, muss ich dazu sagen, obwohl es gibt da ja richtig tolle von, also für Leute, die keine Duftstoffallergie oder sowas haben, ist das schon eine richtig tolle Sache. Ich liebe diese Düfte davon. Weiterhin Duschgel. Welches ich sehr gut vertragen kann und auch immer wieder nehmen werde, ist dieses Alverde von Naturkosmetik-Gedöns, hier eine ultrasensitiv Duschcreme. Die schaut so aus, duftet ganz neutral und ja, die kann man halt auch fürs Gesicht nehmen zum Abschminken. Richtig gut so für unter die Dusche. Man kann, sieht irgendwie aus, hier meine Haare sehen ganz schön platt aus, ne? Egal. Ja, man kann damit alles waschen. Das ist wirklich sehr gut und das nehme ich auch immer wieder. Ich habe noch ein paar andere Sachen in der Dusche stehen, aber darauf greife ich immer wieder zurück. Das war's erstmal. Leer ist auch dieses Balea Foaming Cream Gedöns. Das ist so eine ja, ziemlich versiffte Packung, weil ich benutze die. Mal aufmachen hier. Ich habe mir nämlich gerade geschminkt, Entschuldigung. Und dann habe ich nämlich die Klammer drin gelassen. Ja, zum Rückstecken. Auf jeden Fall sind die ziemlich versifft, weil ich die schon ewig lange immer wieder benutze. Und ja, das ist halt so eine ja, Foaming Cream, die
gebe ich halt noch manchmal am Schluss einfach so in meine Locken rein, damit die so ein bisschen Schwung und Form bekommen. Und das geht eigentlich mal ganz gut. Also ich benutze hier erst einmal Lockencreme, die zeige ich euch jetzt auch. Die ist nämlich auch leer. Und zusätzlich dann halt noch ganz selten diese hier. Und deswegen brauche ich da auch immer ja, Ewigkeiten, um die leer zu kriegen. Aber die ist jetzt auch leer. Dahin. So. Dann genau die Lockencreme, wovon ich euch erzählt habe, nehme ich ja entweder diese hier oder die Isana. Ich glaube, das war ein Glättungsbalm, glaube ich, von Isana. Aber nichtsdestotrotz nehme ich das auch als Lockencreme oder wie man das auch mal nennen mag. Oder das von Friss Ys, wenn es denn mal im Angebot ist. Und ist eigentlich ganz cool und das hier mag ich auch mit am liebsten. Das ist halt auch von Balea. Das ist allerdings aus dieser Null-Silikonreihe, aber das hat Silikone, glaube ich. Also, aber ich finde halt, so langsam sind meine Haare auf dem Weg der Besserung. Meine Locken kommen wieder und auf jeden Fall für Locken, ich finde, so schaumfestiger mag ich jetzt, nehme ich auch ab und zu. Aber finde ich jetzt nicht so cool für Locken, um ehrlich zu sein. Ich mag lieber eine Lockencreme, weil dann fühlen sich Locken noch lebendiger an. Ja. Oh, dann auch leer. Meine Güte. Also, die hatte ich in meinem letzten Aufgebraut-Video, was natürlich schon Ewigkeiten her ist, aber da hatte ich die auch drin, diese Haarkur. Und die ist obendrauf immer so weiß, weil unser Wasser in Mönchengladbach sehr kalkhaltig ist. Also, naja. Ja, auf jeden Fall ist es diese Anti-Haarbruch-Haarkur von Elvital und die gab es damals irgendwie reduziert bei DM und da habe ich mir die halt mitgenommen und die ist wirklich sehr gut. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Die werde ich mir bestimmt mal nachkaufen. Nicht nachkaufen, werde ich mir das hier, ich weiß auch im Ehrlichsten gar nicht, wo es das gibt. Das ist HP, weiß ich nicht. Zwei Phasen Wellness Sofortpflege für die Haare. Das ist so ein Zeug gewesen. Ich glaube, dass es das mit Sicherheit in irgendeinem Friseurbedarfsladen gibt. Gehe ich mal ganz schwer von aus. Weil ich hatte das mal mir getauscht und das war gar nicht so teuer, so günstig. Also es war ordentlich teuer vom Tauschwert her. Ich glaube, ich habe 10 Euro dafür ausgegeben. War aber jetzt nicht so der Brüller für meine Haare. Sollte dem übrigens Glanz und Volumen geben. Ja, Volumen ist ein bisschen übertrieben, brauche ich ja nicht. Aber Glanz wäre natürlich schön gewesen, aber war jetzt nicht so. Und am Schluss habe ich dann einfach das in meine ganz normale Haarsprühkur von Glisscur mit reingemischt, damit das einfach leer wird, weil so ganz alleine fand ich das irgendwie doof und kaufe es mir nicht nochmal. So, und dann für heute zum Schluss habe ich dieses Love Maximum Maximum Protection ja, Deo Stick oder wie man das mal nennen mag hier, ne? Ja. Man dreht hier unten und dann kommen hier oben so Pünktchen raus und dann streicht man sich das unterm Arm. Fand ich jetzt nicht so cool, um ehrlich zu sein. Also das ist ja total gehypt, das Zeug. Muss allerdings sagen, ich komme da überhaupt nicht mit klar. Also ich schwitze wirklich nie. Also nie. Aber mit dem Zeug schwitze ich. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es. Vielleicht schwitze ich auch nie, weil weil mein Deo einfach gut ist, was ich vorher benutze. Und wenn ich das hier benutze, dann schwitze ich wie ein Rindvieh. Ich habe wirklich richtig Ränder unter den Armen, so am T-Shirt, weil es einfach so feucht, so nass ist. Und das ist voll ätzend. Also, und zusätzlich kam noch dazu, dass wenn das so getrocknet ist und so, wenn das so einmal unterm Arm war, dann hatte ich da so weiße Pünktchen drunter, so, weil das so getrocknet war. Fand ich auch voll Hölle. Also überhaupt nicht gut. Ja. Leer ist auch dieses Dusch, das Traumland-Deo. Das habe ich, mal ausprobiert, weil meine Schwester zu mir gesagt hat, weil wir alle so empfindliche Achseln haben, hat so zu mir gesagt, komm, probier das mal aus, das ist eigentlich relativ gut. Ich sehe gerade, ich bin total klein. Hat sie gesagt, ich soll das mal ausprobieren und
fahre bisher eigentlich ganz gut. Der Duft ist total angenehm, aber ich habe mir das auch neu gekauft. Ist schon mal ein großer Schritt, dass ich mir sowas neu kaufe. Allerdings hält das irgendwie nicht so lange, weil ich habe das Gefühl, ich muss das länger sprühen, damit ich nicht anfange zu schwitzen. Verzeiht diese Geräusche, ist es gerade voll megamäßig am Regnen und ich war gerade einkaufen, dann habe ich mich einfach so darunter gestellt und habe mich nass regnen lassen. Demnach sehe ich auch so versifft aus, aber egal. Das werde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Das war echt gar nicht schlecht. Wie gesagt, Dusch das Traumland. Dann habe ich hier dieses, auch neu gekauft schon, Ombia Med Waschlotion. Das ist diese Waschlotion von Aldi. Die ist wohl extra mild, also sie verspricht die extra milde Pflege für Gesicht und Körper. Stabilisiert den natürlichen Säureschutzmantel der Haut. Ist seifenfrei und hat den pH-Wert 5,5 und ich benutze das jetzt im Moment für all over. Überall, ich schminke mich damit unter die Dusche ab, ich schminke mir die Achseln, ich wasche mir damit die Achseln, die Beine, also ich benutze es als Duschgel, ganz einfach. Und ist 500 Milliliter drin, kostet glaube ich 99 Cent und das ist sehr gut verträglich, ich nehme das sensitiv und hab auch immer wieder mal ein Duschgel, Bläschen. Ich habe immer wieder mal ein Duschgel, das ich benutze, noch ganz normales. Aber ich habe halt immer Angst, dass meine Haut das im Moment nicht verträgt, gerade wegen der fetten Sonne da draußen und so. Da muss man ja ein bisschen aufpassen und ja, das ist mit den ganzen, das ist man sowieso nicht schon so eine Sommerakne, wie man das bekommt. Gott sei Dank habe ich es noch nicht bekommen. Habe ich normalerweise schon öfter mal so auf dem Dekolleté oder wie nennt man es, Schultern. Aber dieses Jahr bin ich Gott sei Dank noch davon befreit. Und dann muss ich das ja nicht mehr mit so Ausschlag oder so mit meinen normalen Duschgels hervorrufen. So, was ich auch empfehlen kann, ich zeige euch heute nur die Sachen, die ich total empfehlen kann, sind diese Alverde, ja, diese Naturkosmetik-Zeugs Haarshampoo. Das ist das Intensivaufbau-Shampoo mit Amaranth. Und zwar ist das für stark pflegebedürftiges Haar. Wenn ihr mich schon lange verfolgt, diejenigen, die mich gerade erst verfolgen, hallo, herzlich willkommen. Ich hatte ganz ordentlich Probleme mit meinen Haaren. Ich habe zwar Haarausfall, sehr trocken habe ich immer noch. Ich habe immer noch Haarausfall und sehr trockene Haare gerade. Aber es hat sich schon gebessert. Ich muss einfach wieder ein bisschen zur Ruhe kommen und ja, habe dann einfach gedacht, komm, wechsel mal das Haarshampoo. Dann habe ich halt dieses hier genommen, ohne Silikone. Und ich muss sagen, Nachteil an diesen Shampoos, was ich ja tierisch hasse, ist, wenn sie nicht schäumen. Also ihr konntet davon die halbe Tube auf den Kopf schütten und es hat immer noch nicht geschäumt. Und das hasse ich an Haarshampoos. Ich habe immer das Gefühl, meine Haare werden dadurch nicht sauber, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich finde das ganz doof. Muss ich nicht haben, aber die Pflegewirkung war echt gut und es hat auch gut gerochen. Dieses Amaranth, das hat was von seifigen Anis oder sowas. Ich mag das. Und ja, allerdings muss ich dazu sagen, dass Shampoo war auch gut zum Rausdrücken. Die Spülung dagegen, also das Shampoo war auch noch so leicht durchsichtig, so, ja, ich weiß nicht, das kam schon ein bisschen wässrig da raus, sodass man gedacht hat, und das soll schäumen, ja. Und die Spülung allerdings ist eine ganz normale Spülung, weiß, wie man die Spülungen kennt. Und war ich auch sehr begeistert von. Fand ich auch gut, dass in beiden 200 Milliliter drin ist, weil normalerweise ist nämlich in dem Shampoo immer mehr drin als in der Spülung, was ich auch nicht so ganz verstehe. Hier drin nicht. Ich fand die sehr gut, allerdings die Verpackung ist wieder mal richtig dämlich, sodass man richtig ordentlich unter der Dusche hier drauf drücken musste und sich fast die Hände bricht, also um da mal was rauszukriegen, also die letzten Reste. Und das finde ich halt einen fetten Minus an dieser Verpackung. Aber sonst ist es wirklich gut. Muss dazu sagen, für so kleine Fläschchen hier, ich weiß nicht, was ist in normalen Shampoo-Flaschen drin, keine Ahnung, 250, 300 Milliliter, oh, ich
will mich da jetzt nicht irgendwo reinreden. Finde ich, ich glaube, die haben 2,45 gekostet, finde ich, ja, ist okay, weil man muss ja auch sehen, das ist Naturkosmetik ohne Silikone und so. Ich werde auf jeden Fall irgendwann wieder auf meinen Balea umsteigen. Ich habe jetzt gerade Ghoul, finde nicht so cool, aber ja, gut, muss ich mal schauen. Ja, das ist das, was ich euch dazu zu sagen habe. Würde ich mir vielleicht nochmal anschauen, weil ich dem vielleicht nochmal eine Chance geben möchte, weil das wirklich meine Haare so ein bisschen Glanz und so zurückgegeben haben und Struktur vor allen Dingen in meinen Locken. Aber es burnt mich halt jetzt nicht weg, weil es nicht schäumt. Ich hasse es, wenn Shampoo nicht schäumt, aber ich wiederhole mich. Ja. Jo. Leer ist auch diese Isana Med Ultrasensitiv Nachtcreme für zu Allergien neigende Haut und ohne Parfüm, Farbstoffe und bla bla bla. Ihr kennt das ja schon. Habe ich schon ganz oft in die Kamera gehalten. Das gute Stück sieht so aus. Und die habe ich schon ganz oft benutzt. Jetzt gerade habe ich aber bei DM habe ich mir so eine neue Creme geholt von Balea, auch für Nacht. Weil das ist auch die Nachtcreme, da gibt es auch eine Tagescreme von. Aber ich hatte jetzt gedacht, weil die andere, kann ich euch eigentlich mal zeigen gehen. Naja, egal. Ist das Licht eigentlich so besser oder so besser? Naja, auf jeden Fall, da gibt es auch diese Anti-Pickel-Patches von. Die habe ich mir eben auch wieder neu gekauft, weil ich finde die richtig gut. Oh, ich habe mir hier Pickel gehabt, ich habe immer noch so leichte Stellen davon, aber man klebt die da drauf und wunderbar. Aber egal, die kommen im nächsten Aufgebraucht-Video. Und die ist jetzt dran, die ist leer und ich habe einfach mal das andere ausprobiert. Weil, wie gesagt, die Anti-Pickel-Patches sind nicht gut und davon gibt es auch eine Creme. Und dann habe ich gedacht, nehme ich die mal. So. Aber die kann ich echt empfehlen, wer empfindliche, sehr empfindliche Haut hat. Wenn man wirklich nicht weiß, was nehme ich jetzt für eine Creme oder wie auch immer, fährt da eigentlich ganz, ganz gut mit. So, opala. So, dann habe ich ziemlich viel wieder von Gliss-Kur. Ich benutze ja ziemlich viel Styling-Produkte oder Pflegeprodukte von Gliss-Kur. Obwohl Pflege kann man da ja jetzt nicht wirklich sagen, weil wenn das voll gepumpt ist mit Silikonen. Aber die habe ich mir vor Ewigkeiten nochmal gekauft. Und das ist diese Glanz, genau, Total Repair Reflex Glanz-Kur. Für trockenes und strapaziertes Haar. Die habe ich mir immer geholt. Auch damals mal mehrere, weil die irgendwo ausverkauft gingen oder so. Die habe ich jetzt leer gemacht, habe ich heute Morgen auch benutzt. Man sieht überhaupt nichts vom Glanz. Aber ja, so ist das nun mal bei locken und trockenen, strapazierten Haaren. Ich finde den Geruch sehr schön und wenn man die Haare zusammen zum Beispiel geflochten hat oder so, dann hat man auch wirklich so einen Glanz darin gesehen, habe ich zumindest im Gefühl gehabt. Und ich fand die immer ganz gut. Allerdings werde ich mir die jetzt erstmal nicht kaufen, weil so als Lockencreme oder sowas benutze ich ja meine Balea Lockencreme-Gedönse. So, aber dann bleiben wir bei Gliss-Kur. Das bleibt auf jeden Fall immer so ein Favorit von mir. Das ist die Gliss-Kur-Sprühkur, die, glaube ich, jeder von uns zu Hause hat. Einfach rein da und dann passt das schon. So, ich habe hier so ein Täschchen nebenbekommen. Total unspektakulär. Blender Med Complete Plus Milde Frische mit einer grünen 7 hier drauf. Die ist leer. Fand ich jetzt okay. Ich gucke halt immer so ein bisschen nach Zahnfleischschutz, weil ich sehr empfindliches Zahnfleisch habe. Eigentlich auch sehr empfindliche Zähne, aber dafür ist die jetzt überhaupt nicht gewesen. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt nicht so... War mal wieder so ein typisch Jenny. Aber ja, war ganz okay. Allerdings, ich habe auch im Moment jetzt nicht ganz so schmerzempfindliche Zähne. Das ist mal so phasenweise irgendwie bei mir. Meistens habe ich schmerzempfindliche Zähne. Und dann kommt mal so, so ein Wischlein auf zwei, da geht's. Aber ja. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Eine Haarkur. Jetzt sind da wieder so Leute, weil ich hatte mal, das war das Witzige. Es gibt ja diese Kissen von DM, Rossmann, überall. Da gibt es zum Beispiel Pferdemark oder Nerzöl, wie ich es jetzt hier habe. Und da gibt es immer so Leute, die sagen dann, Pferdemark, ja, natürlich, aber ich will gar nicht wissen, was man sich so in die Haare schmiert immer. Naja,
Das hier ist auf jeden Fall mit Nerzöl, mit für was für ein Haar ist das denn? Für Fülle, oh ja, Fülle und seidigen Glanz. Aha, da habe ich ganz viele von gekauft. So, weg damit. So, was habe ich denn noch hier Schönes? Ah genau, eine Probe habe ich hier mal gehabt aus dem Friseurbedarfsladen. Alcina heißt das gute Stück. Das war so ein Anti-Friss-Locken-Curl-Power-Gedönse. Hat sich auf jeden Fall nach dem Waschen nicht schlecht angefühlt, die Locken. Ich hatte das dann so reingetan, dann habe ich mir einen Dutt gemacht, damit ich mir abends, und was heißt damit ich? Ich habe mir einen Dutt gemacht morgens und dann hatte ich das halt da drin, dann habe ich mir die abends aufgemacht, hatte ich halt normal Locken. Also ich habe jetzt keinen Unterschied zu anderen Sachen gemerkt, aber ja gut, war nicht schlecht. Aber ich werde es mir jetzt nicht in Originalgröße holen. So, ich habe hier noch ein Deo und zwar das Dusch das Golden Kashmir. Das schaut so aus, der Geruch ist sehr angenehm. Ich habe im Moment das Traumland davon, das finde ich aber schöner und habe ich gut vertragen, komischerweise, weil ich bin ja sehr, sehr, sehr überempfindlich und muss sagen, fand ich ganz gut. 48 Stunden, aber auf gar keinen Fall, weiß nicht, 48 Stunden, vielleicht wenn man in der Wüste ist oder so, braucht man das vielleicht, ne? 48 Stunden, weil sonst duscht man ja irgendwann mal spätestens nach 48 Stunden. So, dann habe ich, auf hier, dann habe ich von Ghoul, habe ich das Shampoo und die Spülung. Die hatte ich mal aus dem Kleiderkreis und mir getauscht. Ja, war okay, aber ich werde es mir nicht nochmal holen. Das war so ein Zwischendurch-Shampoo mit dem Umzug und so. Dann hatte ich das noch dastehen, dann habe ich es mitgenommen. Und deswegen habe ich auch diesen Monat zweimal Haarshampoos. So. Dann habe ich meine absoluten, nee, nicht absolut, aber schon Lieblingsabschminktücher. Und zwar von BB Young Care. Das sind die weißen. Meine Lieblingstücher sind ja die blauen für sensible Haut, aber vom... ja, ich finde vom Ergebnis her sind die blauen ein Ticken besser, aber die stehen dem nichts nach. Also ich liebe die Dinger einfach. Die sind perfekt, um wasserfestes Augen-Make-up abzumachen. Die sind, ach, ich kann euch mal ein Video davon in der Infobox verlinken, wo ich die benutze, wo ich mir so ein mega Make-up in die Fresse reingeschmiert habe und das abmache. Und da könnt ihr das mal sehen, wie richtig gut die sind. Also müsst ihr echt, müsst mal schauen, echt richtig gut. Und wenn ich bedenke, ich weiß nicht, was kosten denn so Balea-Tücher? 1,15 kommt hin und die kosten 1,65. Das sind jetzt natürlich, das sind 50 Cent mehr, aber ich ärgere mich damit nicht und ich kriege das mit einem Tuch, kriege ich alles ab. Und der Duft ist toll und man hat das Gefühl, man ist danach eingecremt. Ich mag dieses, also dieses Hautgefühl danach total. So, jetzt habe ich noch zwei Dinge. Und zum einen ist das von John Frieda, Friss Ease. Hier diese, da hängt auch ein Haar von mir dran. Das ist der Haarbändiger. Das Serum da, das schaut so aus, ist allerdings richtig. So eine kleine Obstfliege hier. Das ist allerdings sehr teuer. Das kostet, glaube ich, 11, 12 Euro bei DM. Ich will gar nicht wissen, was es bei Real oder so kostet. Auf jeden Fall ist das okay, aber es gibt so viele Serien, die genauso gut sind. Zum Beispiel dieses Öl Magique nehme ich ja im Moment von L'Oreal. Elvital mag ich sehr gerne, finde ich richtig cool. Und allerdings, ja, muss ich dazu sagen, ich habe vor, oh Gott, Jahren, wo das rauskam, ich glaube, da war ich 16. Das bedeutet, bedeutet so vor 13 Jahren, boah, da war ich bei DM und dann war da so ein Auf, da haben die es gerade vorgestellt, da waren dann so Leute, die haben frisiert und dann haben die mich rausgepickt und haben die gesagt, hast du ein paar Minuten Zeit? Ein paar Minuten war gut. Wir würden dir gerne die Haare machen, du hast die perfekten Haare, um das zu demonstrieren, was man damit gut machen kann. Da habe ich gedacht, ja, macht mal. Ich musste arbeiten, ich habe ja wirklich gedacht, nur ein paar Minuten. Ja, da saß ich da mal eine halbe Stunde. Und dann haben die mir die Haare so nass gespritzt und dann haben die das Zeug reingetan, allerdings richtig viel. Die meinten so zu mir, oh,
da muss aber viel rein. Ich glaube, die haben da so eine halbe Büchse bestimmt reingetan. Und dann haben die jetzt mit so einem Diffuser, haben die das geföhnt. Und Leute, ich hatte Locken. Also, ich sah aus wie Curly Sue. So richtig so. Also, es sah so süß irgendwie aus. Und so habe ich nie wieder meine Locken hingekriegt. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Also, nicht so runterhängend und lockend, sondern so ein Lockenkopf. Einfach so richtig schön. Das sah gut aus. Und das haben die damit gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie. Und deswegen habe ich es mir letztens nochmal geholt. Und in der Hoffnung, ich krieg's vielleicht mal so hin, aber no, no go. Ja, und jetzt habe ich noch so einen dekorativen Kosmetikteil. Und zwar ist das von Max Factor bei Ellen Beatrix. Aha. Soft Resistant Make-up. Ich hatte hier die Farbe 0, also 2 Sand. Und das Make-up sieht so aus. So schaut das aus und es sieht noch so aus, als wäre es voll, aber ich habe da nichts mehr rausgekriegt. Die Öffnung ist übrigens so eine hier und ich war sehr zufrieden damit. Also die, ich habe es allerdings, weil die Farbe einen Ticken zu dunkel für mich war, das war bevor der Sommer so kam und dann habe ich das mal so mit einer BB-Cream gemischt, damit das ein bisschen heller war. Allerdings hatte ich so leichte, trockene Stellen hier unten, aber das liegt ja nicht an dem Make-up, das liegt an mir. Und das war natürlich ein bisschen blöd, weil ich da ein bisschen cakey aussah, aber so an sich ist das ein sehr cooles Make-up gewesen. Das hat richtig schön Rötungen abgedeckt, ohne dass man so zugespachtelt aussah, weil ich habe mein Problem, meine Wangen, wenn ich so Augen-Make-ups oder so Tutorials schminke, dann sieht man, wie rot meine Wangen sind. Also mein Gesicht ist voller Rötungen und deswegen brauche ich halt eine gute Foundation, die gut deckt, aber nicht so maskenhaft wirkt. Und die hier war wirklich sehr gut. Ich habe allerdings jetzt noch so viele andere Foundations, dass ich die erstmal aufbrauchen muss, sonst sind die schlecht. Und aber sonst würde ich mir diese echt nachkaufen, vor allem weil der Preis echt ganz okay war. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, so 8 Euro oder so, kann mich natürlich auch irren. Aber war echt nicht schlecht, das gute Stück hier. 35 Milliliter sind da drin und ja, fand ich ganz gut. Hier steht übrigens, selbst bei Berührung praktisch kein Abfärben. So bleibt der Teint lange natürlich schön und perfekt. Leicht. Ja, da muss ich dazu sagen, wenn man so jemanden richtig herzlich umarmt, ja, so, hey, da bist du, ja, dann hat diejenige oder derjenige meinetwegen, hat auch Make-up an T-Shirts. Also, wie oft sagen wir Make-up-Tanten, wenn wir jemanden umarmen, sorry, ich habe Make-up drauf. Macht er den Kopf so zurück. Also ich kenne das dauernd und dann sagen die Leute immer so, ach, nicht schlimm. Aber ich finde es doof, wenn die dann hier oben so einen Make-up-Klatsch haben. Und das habe ich ganz selten, dass das nicht der Fall ist. Wenn ihr so ein Make-up kennt, was auch noch gut für empfindliche Haut ist, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich würde gerne so ein Make-up haben, was nicht abfärbt. So, jetzt muss ich mal wieder die ganzen Kramsachen hier wegräumen und mal schauen, ob ich noch was diesen Monat aufbrauche. Ansonsten war es das auch mit dem Aufgebraucht-Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ansonsten, wie gesagt, ne, kommt hier noch was dahinter.